Alle paar Jahre lohnt es sich, in einen neuen Router zu investieren. Zum Beispiel, weil es eine bessere WLAN-Technologie gibt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was mache ich mit meinem alten Router? Und heute habe ich dazu ein anschauliches Beispiel mitgebracht. Ich habe die 7590 aufgerüstet mit einer 7590 AX. Das heißt, ich habe die nicht wirklich aufgerüstet, sondern natürlich habe ich die 7590 ersetzt durch den neuen Router, die 7590 AX. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was mache ich mit meiner 7590? Und genau das zeige ich dir nach dem Intro. Im Prinzip habe ich zwei sinnvolle Möglichkeiten, die 7590 einzusetzen. Einmal als WLAN-Repeater und einmal als LAN-Mesh-Repeater. In beiden Fällen spannt die Fritzbox ein neues WLAN auf. In dem ersten Fall als WLAN-Repeater holt sie sich das WLAN von der ersten Box und verstärkt das oder wiederholt das, wie der Name Repeater sagt. Verstärken ist da ein bisschen das falsche Vokabular. Es wird nur räumlich weiter ausgebreitet, aber man hat deshalb kein besseres WLAN-Signal. Die andere Möglichkeit ist, ein LAN-Kabel anzuschließen und das Gerät als WLAN Access Point zu nutzen, auch in einer Mesh-Konfiguration. In diesem Video schauen wir uns die beiden Szenarien an. Warum mache ich das jetzt extra für die 7590? Naja, die 7590 ist ja als Hauptrouter gedacht und denkt immer, sie wäre der Mesh Master. Deshalb ist die Konfiguration hier anders, als wenn ich jetzt einen Repeater kaufe und den halt für seinen vorgesehenen Einsatzzweck, nämlich als Repeater, verwende. Der ist viel einfacher zu konfigurieren, weil der ja schon erwartet, dass er nur als Zweitgerät in einem bestehenden Netzwerk verwendet wird. Also kommen wir zu Schritt 1. Was machen wir als erstes mit unserer 7590? Naja, jetzt der Fall wie bei mir. Wir haben die ersetzt. Die 7590 AX ist schon an ihrem Platz, ist als WLAN Mesh Master eingerichtet und hat schon eine DSL-Verbindung und funkt schon fröhlich im Netzwerk herum. Dann würde ich jetzt hergehen, würde einen Laptop oder einen Computer benutzen und würde mich zu der 7590 verbinden, um die in den Werkszustand zu setzen. Hier muss man jetzt wirklich vorsichtig sein, dass man nicht die falsche Box in den Werkszustand setzt. Deshalb ist es ganz wichtig, die 7590 jetzt nur mit einem PC zu verbinden. Und dieser eine PC sollte auch nur eine Netzwerkschnittstelle aktiv haben. Also der sollte jetzt nicht parallel noch mit dem WLAN verbunden sein und dann mit dem LAN-Kabel zu der Fritzbox, die ihr zurücksetzen wollt, weil am Ende landet ihr vielleicht auf der falschen und setzt die falsche zurück und das Geheule ist groß. Mein Tipp wäre, die kabelgebundene Lösung zu verwenden. Das heißt, ich stecke jetzt einmal die Fritzbox 7590 an den Strom und verbinde die mit einem Kabel an einen PC. Und an diesem PC stelle ich dann sicher, dass der PC mit keinem weiteren WLAN-Netzwerk verbunden ist, indem ich WLAN einfach ausschalte. Wenn ihr wichtige Einstellungen auf eurer Fritzbox habt, die ihr vielleicht noch nicht in die neue übernommen habt, macht jetzt nochmal eine Sicherungskopie. Wenn wir die Werkseinstellungen laden, dann wird alles zurückgesetzt und ist unwiederbringlich verloren. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr eure Daten gesichert habt oder überhaupt sowieso schon auf die neue Box übertragen habt. Und wir fangen jetzt direkt mit dem Werkszustand an. Dazu müssen wir uns nicht mal in die Box einloggen. Es reicht, wenn wir die an Strom nehmen und dann direkt in den Werkszustand zurücksetzen. Dafür gibt es ein Zeitfenster von 10 Minuten, also man muss die Fritzbox anstecken, muss sich mit seinem PC auf die Fritzbox verbinden und dann kann man die eben in den Werkszustand zurücksetzen. Wenn ihr Probleme habt, das Webinterface der Fritzbox aufzurufen, dann schaut mal in die Infokarte. Da habe ich ein Video nur zu dem Thema, wie komme ich auf meine Fritzbox, wenn es über die regulären Wege einfach nicht funktionieren will. Aber auch hier sei gesagt, bitte immer darauf achten, dass ihr auf der richtigen Fritzbox landet. Wir sind jetzt also im Startbildschirm der Fritzbox 7590. Hier werden wir aufgefordert, unser Passwort einzugeben und über die Kennwort-Vergessen-Funktion kann ich direkt den Werkszustand wiederherstellen. Das funktioniert nur in den ersten paar Minuten, nachdem man die Fritzbox mit Strom versorgt hat. Das heißt, die Fritzbox einfach anschließen und direkt danach das Webinterface aufrufen. Das Zurücksetzen in den Werkszustand ist für dieses Video wichtig, da wir dann alle von derselben Ausgangsbasis kommen und nicht jeder eine andere Konfiguration in seiner alten 7590 hat und dann würde das Video halt hier keinen Sinn machen. Also wir starten alle mit dem Werkszustand
und gehen dann Schritt für Schritt vor, um die 7590 als Mesh Repeater einzurichten. Als ich die Anmoderation eingesprochen habe, die ihr gerade gehört habt, war ich noch guter Dinge, dass ich einfach die AVM-Anleitung nachklicken kann, euch hier zeigen kann und das Ganze wird ein einfaches Video für mich. So war es jetzt aber nicht und das ist nicht nur gut für mich, sondern auch gut für euch, denn es gibt hier ein paar Besonderheiten bei der ganzen Sache. Das erste habe ich ja schon angesprochen. Woher weiß jetzt die Fritzbox, was Smash Master und was der Repeater ist? Das ist gar nicht so einfach. AVM sagt jetzt, naja, man verbindet jetzt beide Boxen mit einem LAN-Kabel. Okay, das machen wir jetzt mal. Wir geben also beiden Boxen Strom, verbinden beide mit einem LAN-Kabel und warten auch so lange, bis wirklich beide online sind. Jetzt kommt ein kleiner Trick und ich habe eine Idee, warum der so funktioniert. Also jetzt muss ich beide Knöpfe drücken, beide Connect-Tasten an den beiden Fritzboxen. Meine 4060 auf der rechten Seite ist mein Mesh Master und links die 7590 ist der Mesh Repeater. Die beiden wissen ja jetzt nicht, wer der Master und wer der Repeater ist. Könnte ich jetzt beide Knöpfchen drücken, aber bei der AVM-Anleitung steht ein Satz und der könnte erklären, wie das funktioniert. Die Aufnahme ins Mesh erfolgt per Tastendruck. Dabei ist es egal, ob Sie die Taste zuerst am Mesh Master oder am Mesh Repeater drücken. Wir empfehlen folgende Reihenfolge. Drücken und halten Sie die Connect-Taste des Mesh Repeaters, bis die Connect-LED blinkt. Und danach drückt dann die Anleitung von AVM die Taste des Mesh Masters. Und genauso würde ich es auch machen. Schlicht und ergreifend deshalb, weil es bei mir funktioniert hat und die 7590 dann als Mesh Repeater sich angemeldet hat. Hätte ich das andersrum gemacht, wäre es vielleicht andersrum gewesen und genau das wollte ich ja vermeiden. Also, was machen wir jetzt? Wir verbinden beide Boxen mit einem Kabel und warten, bis die beide hochgefahren sind und dann drücken wir die Connect-Taste an der 7590, also der Box, die später der Repeater sein soll. Wenn die blinkt, drücken wir die Connect-Taste an dem Mesh Master und dann blinkt die auch und dann dauert es einen Moment, dann hören die auf zu blinken. Im Moment sind keine 2 Minuten, wenn das 2 Minuten dauert, hat irgendwas nicht geklappt und ihr müsst nochmal von vorne anfangen. So, haben die beiden sich dann verbunden? Dann kann ich mich auf die Oberfläche des Mesh Masters einloggen. Und das ist bei mir die 4060. Wenig überraschend hat die halt die Internetadresse fritz.box oder halt per IP-Adresse in die Adresszeile vom Browser eingeben 192.168.178. Nun sehe ich in der Mesh-Übersicht das zweite Gerät. Ich sehe sowohl die IP-Adresse, die ist relevant, als auch sehe ich die Verbindungsart, nämlich in dem Fall per Kabel. Und das ist ja auch richtig. So, und ich habe ja gesagt, wir schauen uns in diesem Video die 2 möglichen Verbindungsarten an und die eine haben wir damit schon abgefrühstückt. Nämlich die Verbindungsart per LAN-Kabel. Ich kann jetzt natürlich noch Einstellungen unter Mesh und Mesh-Einstellungen vornehmen, zum Beispiel die Einstellungsübernahme aktivieren und so weiter, aber das Gröbste wäre damit abgeschlossen. Wir wollen jetzt ja aber nicht nur eine Verkabelung per LAN machen, sondern wir wollen ja die beiden als WLAN-Repeater benutzen. Und wenn ich jetzt schon im Mesh-Einstellungsmenü bin, kann ich genau das da einstellen. Die Fritzbox zeigt uns jetzt eine Liste mit allen verfügbaren WLAN-Netzwerken in der Umgebung. Ich wähle jetzt hier das WLAN-Netzwerk meiner 4060 aus und das sowohl im 2,4 als auch im 5 GHz Band. Für das 5 GHz Band hat die 4060 sogar 2 Antennen, also sehe ich das zweimal. Ich habe jetzt einfach das mit dem höheren Kanal gewählt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt eine Rolle spielt, denn WLAN Mesh bei AVM hat ja eine sogenannte Self-Healing-Funktion. Es kann also auch dazu führen, dass es sich mal mit diesem anderen Kanal verbindet, aber Hauptsache, die Bänder sind jetzt erstmal korrekt ausgewählt und verbunden. Weiter unten kann ich dann das WLAN-Passwort eingeben. Und normalerweise, laut AVM-Anleitung, kann ich jetzt auf Übernehmen drücken, das Kabel entfernen und alles ist in Ordnung. Das hat bei mir aber überhaupt nicht funktioniert. Und das war der Grund, warum ich eingangs meinte, ist gut, dass ihr dieses Video schaut. Wir kriegen es jetzt trotzdem irgendwie hin. Also trotzdem machen wir natürlich das, was in der AVM-Anleitung steht. Wir drücken auf Übernehmen, haben jetzt eingestellt, mit welchem WLAN und welchem Passwort sich jetzt der Mesh Repeater verbinden soll. Als ich das erste Mal gemacht habe, hat er mir immer noch angezeigt, er wäre mit einem Kabel verbunden.
Und dann habe ich gedacht, naja, das wird sich irgendwie aktualisieren. Das ist aber tatsächlich nie passiert. Er hat immer gedacht, er ist mit dem Kabel verbunden. Dann habe ich die Fritzboxen beide neu gestartet. Das hat auch nicht funktioniert. Auch da hat er sich nicht richtig verbunden. Was dann noch geklappt hat, war, ich habe dann nochmal das Kabel verbunden und bin nochmal in die Einstellung gegangen und auf einmal sehe ich, ups, jetzt hat er sich per WLAN verbunden. Also, was muss man jetzt machen, wenn die Verbindung nicht auf Anhieb funktioniert, so wie es bei mir der Fall war? Das Neustarten der Boxen kann auf jeden Fall mal eine gute Idee sein, denn dann setzt sich diese Mesh-Übersicht auch mal zurück und die Boxen finden sich vielleicht im WLAN. Wenn das nicht klappt, beide Boxen hochfahren und nochmal per LAN-Kabel verbinden und hier nochmal in diese Mesh-Einstellungen gehen und prüfen, ob auch wirklich alles auf WLAN eingestellt ist. Genau in diesem Moment hat dann bei mir die Kopplung per WLAN auf wundersame Art und Weise funktioniert. Ich kann euch jetzt also keine richtig nachvollziehbare Lösung für mein Problem anbieten. Ich hoffe, dass es bei euch auf Anhieb funktioniert. Ansonsten ist es eine Idee, die Boxen einfach mal neu zu starten und dann wieder mit dem LAN-Kabel zu verbinden und dann nochmal genau wie am Anfang vom Video diese WLAN-Übernahme einfach zu kontrollieren, ob das Passwort noch eingetragen ist und ob die Einstellungen noch so gesetzt sind, wie sie gesetzt waren. Und genau das hat bei mir dann geholfen, damit auf einmal die Verbindung ohne mein Zutun ja dann über WLAN einfach verfügbar war. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch geklappt hat, ob die Konfigurationsanleitung von AVM so gepasst hat für euch oder ob ihr auch diese merkwürdigen Phänomene hattet, dass die Fritzbox dann angeblich per LAN-Kabel gekoppelt war, obwohl gar kein LAN-Kabel drin gesteckt hat.